Also Spicker bleibt bei LR Aalen. Er wird sich weiterhin voll und ganz auf diesen Verein konzentrieren. Und das ist auch nötig, denn die haben selbst ein paar Patienten. Jürgen Schmitz, bitte. Und zwar viel mehr, als es dem Präsidenten und Trainer Ingo Peter lieb sein dürfte. Aschanin, Sopic, Thiam, insgesamt 8 Mann winkten mit dem gelben Krankenschein fast ein gesamtes Fußballteam. Der Rest der Aalener zu erkennen in den rot-weißen Trikots von rechts nach links. Taktisch blieb Peter beim 4-4-2-System. Vorne spielten heute Svitnica und Ndjai, der hier gerade gefoult wurde. Und ruhende Bälle übernimmt der graue Wolf, übernimmt Jugovic. Und da hinten kommt Djenic und Gospodarek im kurzen Eck. Nur die Bälle von Jugovic kamen in der Anfangsphase des Spiels tatsächlich genau dahin, wo sie auch geplant waren. Ansonsten war es ein furchtbar schlechtes Fußballspiel. Keine Kombination, kein Spielfluss, nur lange Bälle. Es sei denn, Jugovic kam an den Ball. So wie hier. Jugovic. Dann Ndjai. Ndjai. Kann passieren, klar. Passierte hier in Aalen bislang jedem Profi und das ständig. Jugovic, der einzige Lichtblick. Herrlich jetzt der Pass. Und dann Ndjai. Er hat nur einen rechten, sagt man da gerne als Fußballer. Naja, wenn es denn reicht für die zweite Liga. Markus Schupp fehlten 2 Abwehrspieler. Deshalb stellte er mutig um von Vierer auf Dreierkette und ließ vorne 3 Spitzen angreifen. Zumindest war es so an der Taktiktafel geplant. Doch in der Praxis fand der Gästesturm bislang nicht statt. Reisinger mit einer Einzelaktion. Reisinger setzt sich durch und Bernd Meier. Wacker hat schon 16 Mal getroffen in dieser Saison, der zweitbeste Wert der Liga überhaupt. Was war heute nur los? Die Gäste wirkten ängstlich, die Umstellung des Systems kann keine Entschuldigung sein. Felgenhauer, der Kapitän, heute mit seinem ersten Saisoneinsatz nach seiner Bänderdehnung. Dann Svitnica hat viel Zeit, viel Platz und Ndjai, ei, ei, ei. Hochinteressante Anatomie kann man da feststellen. Der Senegalese hat nicht nur keinen linken Fuß, sondern der ist auch noch kopflos. Was der Aalener Stürmer in dieser Situation mit dem Ball macht, das würde jedem Libero zur Ehre gereichen. Anstatt aufs Tor klärt er ganz ordentlich. Noch 3 Minuten bis zur Pause. Aalen hatte bislang mehr Spielanteile, ohne allerdings zu überzeugen. Nur gut, dass die Gäste so verhalten spielten. Der aktivste war bei denen noch Stefan Reisinger. Da ist er wieder. Der Mittelstürmer von Wacker Burghausen. Die Flanke von Wiesinger. Und dann Junga Muhani, ähnlich kopfballstark wie Ndjai auf der anderen Seite. Auf der Bank Markus Schupp, der weiß, wie das geht. 0:0 in einem bislang traurigen Spiel. Gute Laune hatte nur Uwe Rapolda im VIP-Raum. Kein Wunder, denn der trainiert ja hier nicht mehr in Aalen. Die zweite Hälfte, beide Teams unverändert. Markus Schupp muss wohl sehr kritisch gewesen sein, denn seine Mannschaft versuchte jetzt selber mehr nach vorne zu spielen. Das ist Ronald Schmidt auf Reisinger, mit dem Djenic seine liebe Mühe hatte. Und Bernd Meier erklärt da in höchster Not. 10 Minuten nach Wiederanpfiff die beste Chance von Wacker Burghausen. Ach, wie oft musste man hören oder lesen von zwei bösen Buben, wie von diesen, die da Max und Moritz hießen. Lustige Typen waren da angereist aus Burghausen. Freistoß, LR Aalen, Svitnica. Und Gospodarek, wow, was für eine klasse Parade von Uwe Gospodarek. Und jetzt an alle Amateur-Torhüter zu Hause in den bequemen Fernsehsesseln. Hinsehen und morgen nachmachen, bitte. 4200 Zuschauer im Versestadion kamen langsam in Stimmung, weil auch das Spiel von Minute zu Minute besser wurde. Nach wie vor Jugovic als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Und jetzt bei diesem Freistoß genau hinschauen, denn jetzt wird es kribbelig, liebe Zuschauer. Die Flanke von Jugovic und der Zweikampf da vorne am 5 Meter und dann der Pfiff. Handspiel zeigt Svitnica an, aber doch nicht von mir, ist Trivunovic überzeugt. Schiedsrichter Robert Heuter zeigt ihm dann auch schon mal gelb. Da Trivunovic schon verwarnt war, wird aus zweimal gelb jetzt gelb-rot. Der Regel entsprechend soweit alles klar. Aber die Regel sagt auch, es muss eine klare Absicht vorliegen bei diesem Handspiel. Und das schien doch fraglich. Schauen wir hin. Beide gehen mit dem Kopf zum Ball. Und Svitnica legt seine 80 Kilo
auf den Verteidiger, drückt ihn vielleicht runter. Wir hier haben Zeit und Zeitlupen, beides hat der Schiedsrichter nicht. Und trotzdem möchte ich das hier nicht entscheiden. Wir werden später nochmal beim Schiedsrichter nachfragen. 66 Minuten waren da gespielt, es gibt Elfmeter, Svitnica gegen Uwe Gospodarek. Frage, wie stark sind die Nerven des Stürmers nach all der Aufregung? Die Antwort, der Kerl hat Nerven wie Drahtseile. Ein richtig guter Elfmeter. Nicht den Hauch einer Chance für Uwe Gospodarek. Ganz schön mutig, den da oben rechts zu versenken. Jetzt musste Burghausen doch endgültig alles auf Offensive setzen. Junga Muhani, ach, wie halbherzig. Djenic energisch. Und dann Doppelpass mit Jugovic, Djenic. Und schon wieder Gospodarek. Die beste Kombination des gesamten Spiels und sie scheitert am besten Mann der Gäste an Uwe Gospodarek. Noch 15 Minuten zu spielen. Nach wie vor wacker Burghausen, bemüht, aber ohne Ideen. Und Ahlen setzte auf Konter im eigenen Stadion. Jai, Zweikampfsieger. Svitlica. Nikolajczak. Und er bringt den Ball nochmal auf Svitlica und er verpasst. Aber das ist noch nicht gegessen. Jai und Gospodarek mit stoischer Bierruhe. Und diese Ruhe, die ging dem Ingo Peter so langsam ab. Wir schauen nochmal in der Zeitlupe. Nach der Flanke von Nikolajczak kein Foul von Schmidt an Svitlica. Noch 4 Minuten zu spielen. Nochmal ein Angriff von Burghausen über Forke. Und die suchten immer wieder Reisinger. Reisinger, wieder vorbei an Djenic. Reisinger, Bernd Meyer. Das war die letzte Szene der Partie. Robert Heutzer pfiff ab mit 1:0. Gewinnt Aalen aufgrund der Spielanteile durchaus verdient. Das Siegtor allerdings blieb natürlich umstritten. Christopher Limberopoulos sprach mit verschiedenen Augenzeugen. Ich weiß nicht, ob der Elfmeter berechtigt ist, weil ich glaube, unser Abwehrspieler kriegt einen Stoß von hinten und fällt dann vorne auf den Ball drauf. Okay, Hand war es mit Sicherheit, aber ich glaube, dass er vorher im Foul war. Also was haben Sie gesehen? Ich habe gesehen, dass also mehrere Leute da eingetaucht sind. Für mich war es so, dass der Svitlica dran war. Ob er jetzt, weiß ich, die Hand gerissen oder irgendwie sowas, es war schwierig zu sehen. Aber Schiri hat wohl so nach unten geguckt und hat es wohl gut gesehen und hat dann auch gleich sofort gezeigt. Für mich vorbildlich, Schiedsrichter Heutzer kam nach der Partie in unseren Übertragungswagen, schaute sich die Szene an und erklärte seine Entscheidung. Meiner Wahrnehmung nach gehen bei dieser diagonal eingeschlagenen Flanke beide Spieler sehr tief mit dem Kopf zum Ball, erreichen diesen mit dem Kopf nicht mehr und der Spieler von Burghausen kriegt den Ball in den Arm und wehrt ihn so ab und verhindert dadurch den Weiterlauf des Spiels in diesem Strafraum. So kann man es sehen. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Falls Sie zu Hause gerne weiter diskutieren möchten, hier nochmal die strittige Szene. Das Handspiel und die Schiedsrichterentscheidung momentan ein Kapitel für sich. Auf jeden Fall haben die Remiskönige aus Aalen, 5-mal haben sie nämlich schon in dieser Saison unentschieden gespielt, den 2. Sieg der Saison eingefahren.